Lumirizek Morodolajir. Aremodar Irmona Nejir. Lurosulad Varedare Gigad. Ja moin Leute, ne? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute jagen wir den Tetranodon, das ist nämlich die dringende Quest, um ins nächste Gebiet zu kommen. Und wir nehmen diese Quest jetzt nur deswegen, weil wir euch den Dschungel zeigen. Ich habe eine Juwelenlilie gefunden. Und du bist ohne mich losgegangen. Du kannst ja nachjoinen. Das habe ich ja gerade getan. Ich wusste nicht, dass du nicht auch bereit warst. Meine Chance, die Kiste zu plündern. Die Käfer leuchten rot, das heißt, sie haben wahrscheinlich Feuerpest drauf. Ist der nah genug dran, dass ich ihn an irgendeine Wand schleudern kann? Wahrscheinlich nicht. Hagelschneider! Ich verstehe jetzt auch mittlerweile endlich die Würmsteckkanonen zu alles. Oh, ich habe jetzt noch eine zweite Kanone. Auch noch so eine Eruptionskanone. Die hatte ich vorher nicht. Was macht denn die eine Kanone, die ich jetzt neu habe? Ja, dadurch hatte ich irgendeinen Effekt vorne auf der Waffe. Oh, die sehen so schön aus. Aua. Ich wollte ein Foto von denen haben. Nein, wieso hüpfst du weg, du hässliches Froschkrokodilwesen? Ist ja gut, ich mach das Foto, wenn du weg bist. Mensch, oder warte mal, ich versuch mal was. Funktioniert das auch so? Puppenspinne? In die Käfer rein. Nee, ich hab den irgendwo anders aus Versehen reingeschleudert. Muss nachladen. Jetzt spreng ich. Ah, ich habe den Schuss gerade. Schimmerperlmutt. 1000 Punkte wert. Kugel, ich finde das. Eines Tetranodon. Ich finde das übrigens interessant bei der Gewehrlanze. Du hast so eine Nebenfähigkeit, also bei den Seikäfern, womit du deine Schärfe hochheilen kannst und so ein bisschen Schaden reindrückst. Nett. Aber das ist wirklich nur so ein klitzekleiner Balken, den man bekommt. Möchtest du den Notruf? Ja, ich bin schon dran. Ich habe auf den Notruf eingeprügelt, während du auf dem Tetra geritten bist. Na, shit, das war der falsche. Schön, dass du dich ohne mich an dem Notruf vergnügst. Aua. Warte, jetzt habe ich die Chance. Die sehen so schön aus, ich musste ein Foto von dem machen. Die Roten sehen richtig nice aus. Das nächste Mal, wenn ich schießen will, erinnere mich, dass ich auch Munition reinpacke. Ich versuche dran zu denken. Nicht Munition wie bei der Gewehrlanze. Ich ist schon wieder verdächtig. Aua. Ich muss gerade drauf klarkommen, welche Künste ich drin habe. Ich muss auch hier. Wieso läufst du mir immer noch hinterher? Bodenteiler, damit ich mir Schaden mache. Hat ausgereicht. Wer läuft dir hinterher? Jetzt ist er weg. Der Ludros ist mir so ein bisschen hinterhergelaufen. Der mag dich. Danke für das Helferwesen. Jetzt ist er gelähmt. Das hat eine Katze fein gemacht. Full Force. So. Eruptionskanone, will ich sehen. Ich habe mal eben kurz meine Schärfe hochgejagt. Ich glaube, das macht meinen Feuerschaden kurzzeitig höher.
finde ich auch noch so schön. Während meiner Ultra-Attacke hier kann ich mich kurzzeitig unverwundbar machen. Ich habe die Gewehrlanze kennengelernt und mag sie. Ah, guck mal, unser alter Freund von der letzten Folge. An wem von denen klebt das Ding? An dem da, okay. Klebt das Tetra. Hilfe, ich bin in seinem Bauch! Schade, dass wir keinen Fotowettbewerb haben. Ja, ist ein... bei altbekannten Wesen gibt es den Fotowettbewerb nicht, nur bei neuen. Für die neuen Zuschauer. Komm, 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 komm! Nah genug? Nein. So, friss das. Ich finde das übrigens interessant, dass altbekannte Viecher die dringende Quest sind. Die hätten da ruhig die neuen wirklich nehmen können. Auch wenn wir gerade, glaube ich, nur weitere für den M1 freischalten. Oh, guck mal, der ist schlau. Das war deine Katze. Der ist da einfach reingerutscht, Tetra. Der mag Freiheit nicht. Er will sterben. Ich weiß nicht, was gerade kaputt gegangen ist. Hier habe ich getroffen. Ich glaube, der Kopf. So. Toll. Daneben. Genau wie geplant. Komm! Er wollte mir eine Backpfeife geben. Nein, 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 nein. Ja, er wird gegessen! Schmeckt doch nicht. Wie gebratener Kai wohl schmeckt? Kai, darf ich mal probieren, wie du gebraten schmeckst? Nein. Warum denn nicht? Er hat es doch auch getan. Nein, der hat mich nicht gebraten. Na gut, dann halt voller Salber, wie du denn dann schmeckst. Nein, danke, lass mal. Ich schmecke sicherlich nicht gut. Beim Tetra sah es aber so lecker aus. Der hatte ich in einem Haps runtergeschluckt. Da ist der Käfer, den ich gesucht habe. Hm? Da kommt uns was entgegen. Oh, hi. Wie geht's denn so? Na? Hat mir eben kurz ein High Five gegeben. Der Hemi Tower will eine Runde 2. Der ist noch nicht zufrieden. Okay, dass der Tetra so ein Stein als Schild benutzt, habe ich auch lange nicht gesehen. Macht er, glaube ich, nur bei bei G-Rang. Ich weiß, es heißt Meisterrang, aber im Prinzip ist es der altbekannte G-Rang. Ich mag nicht, wenn du mich frisst. Das... Aua, da kann er denn so eine heftige Arschbombe. Seit dem G-Rang? Aua! Bleibt hier! Oh, da sind diese komischen neuen Sperrquallen. Da sind die Quallen durch und durch gerutscht. Ich find's so doof, dass ich manchmal doppelt nachladen muss. So, er ist doch schon fast tot. Ah, ich hab ein Schild. Was sagst du dazu? Ha! Ich kann blocken! Ich nicht.
Nein, ich will nicht. Schmeckt doch nicht. An mir ist doch kaum was dran. Ich bin nur eine arme Katze. Das war die andere Flosse. Ja, er ist genau in die Fische reingerannt. Ich wollte auch mal nett sein. Jetzt fall um. Du hast doch eh schon nicht mehr so viel. Aua. Ich will nachladen, verdammte Axt. Ich kann nur nett sein. Ich heile immer mit. Oh, da ist er tot. Die Rückkehr zum Außenposten beginnt gleich, aber erstmal muss ich ihm in den Arsch rumstochern. Schwerer Tetra. Jeder, damit ihr auch seht, was ich tue. Tetra-Balk. Ja, den Tetra-Balk habe ich auch gerade bekommen. Und noch ein Tetra-Balk. Mega Notizen. Tetranadon. Das sieht er nicht. Das hat er nicht gesehen. Das war ich nicht, das waren die Katzen. Deshalb war das auch eine blaue Explosion. Das war deine Katze, die hat auf einmal so eine blaue Bombe in der Hand. Ja, sicher, als ob man eine dämpfige Diebstahlkatze sowas kann. Meine Diebstahlkatze hat genau einen Sinn und Zweck, mir seltene Monstermaterialien zu klauen. Ich muss mal noch Trinkflasche. So, wir haben die dringende Quest geschafft. Jetzt gibt's neue Questen und ich will jetzt sehen, dass da sehr viele neue Monster sind. Wir haben, wie ich vorausgesagt habe, immer noch Meisterrang 1. Ich wusste es. So, gucken. Jetzt seht ihr übrigens auch mal das Dorf zum ersten Mal bei mir. So, gibt's neue Viecher? Hm, wir warten auf Hinoa und die beiden anderen. Otsushi und... Nee, es gibt noch keine neuen Viecher. Ihr seht also, es dauert noch ein bisschen, bis nächste Folge kommt. Außer unter den Anfragequesten hier ist was. Okay, ihr habt gesehen, keine neue Quest, zumindest keine neuen Viecher. Das heißt, es dauert ein bisschen, bis ihr die nächste Folge seht. Zumindest bei uns. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der heutigen Folge. Wenn ja, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!